So, willkommen zurück zu Tales of Xillia. Hier ist wieder der Schmamschmoin. Ich hab's immer noch nicht nachgeguckt, wie das funktioniert mit dem Geist, aber das ist mir gerade vollkommen Wurst! You sure this is the right way? Ja. What are you asking me for? What do you think, Elise? I'm just following Jude. Well, which way do you think we should go? Like you'd really trust any of my suggestions. You got that right, you lying liar! Yeah, what the Spud said. Do whatever you like. Right. Everyone! Something's in the water! Huh? Oh, Captain Obvious hat ein Monster eingesetzt. Aber zu dritt wird das eine Nummer. Oh, Aqua Dragons. What a menacing display. What are you smiling about? This isn't a petting zoo. Ach, zwei sogar davon. Und mit meinem Glück können die sich sogar verbinden. Aber guck mal, was ich kann. So, dann haben wir erstmal das. Und dann können wir das hier noch machen. Das macht dann nochmal das gleiche. Und zum Abschluss ihn hier. Die sind ganz gut. Das kriegen wir die ab. Und Kamehameha! Oh, der erste dürfte jetzt zwei Lebenspunkte verloren haben. Schön. Klasse. Ah, schön. Ich muss jetzt unbedingt mal gucken. R1. Da. Ding! Wenn ich jetzt mit Elven nicht fertig kann. Arzt! Ja! Wie wird das denn? Da müssen wir mal gucken. Ding, ding, ding. So, wo ist denn Elven hier? Impulsschuss, Handflächenschlag, Kraftwelle. Das haben wir einmal gemacht. Dämonenzahn, Dämonenchaos. Das war jetzt nicht so cool. Aufsteigender Falke, strafender Schuss. Naja. Das ist bestimmt nicht gut, aber ich glaube, ein Windangriff gegen die dürfte gar nicht mal so schlecht sein. Aufsteigender Schlag, habe ich das irgendwo drin? Lassen wir mal Stahl weg, brauche ich ja eh nicht. Aufsteigender Falke. Ach, guck mal an. Das ist sogar mit Shake the Hands. Ja, dann gucken wir uns das mal an, was das. Was da. Alter! Shoot, das kannst du auch ein bisschen schneller machen. Da musst du nicht so lange warten. Okay, dann versuchen wir das mal so. Das ist auch lustig, aber das bringt ja gar nichts. Und da ist ja das noch cooler hier. Elise, du machst einen guten Job. Wieso kann ich keine Arzt benutzen? Wieso nicht? So, jetzt haben wir mal dieses Vieh ein bisschen gehauen. Nee. Das ist nicht cool, wenn das immer so Probleme macht. Das ist überhaupt nicht cool. Hör mal. Ich bin eine Cabin in the Darkness. Nee, 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 ihr Laser. Na komm. Du kannst mir doch sowieso nicht das Wasser reichen, dämliches Mistvieh. Okay, okay, vielleicht kannst du das doch. Okay, ich bin jetzt wieder dahinter. Ey, das hast du gut gemacht, Elise. Als hättest du gewusst, dass ich da hinspringen möchte. Oh, nie auf. So. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte Elven mal nachgucken. Obwohl das, glaube ich, nicht das Intelligenteste ist, das zu machen. Warte mal. Steuerungsmodus. Automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt. Ich überlege jetzt gerade nämlich meine Superattacke mal mit Elise zu machen. In der Hoffnung, dass das besser ist. Um es euch mal zu zeigen. Aber ich glaube, dafür muss ich mit jemandem verbunden sein. Obwohl, vielleicht auch nicht. Okay, was war. Ich bin. Hallo? Sag mal, wird er auch mal gewechselt? Nein, nein, Elise, mach was anderes. Ah, Mann. Das ist ja jetzt richtig scheiße gelaufen. So, verbinden wir nochmal mit Elven. So ein Blödsinn kommen wir wieder nicht zu. Alter, die machen auch mittlerweile einen Schaden hier, das gibt es nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vor kurzem war das alles noch richtig cool und easy hier. Da sind wir einfach nur hingegangen und das Vieh kaputt gehauen. Oder skaliert das mit meiner eigenen Fähigkeit? Das wäre natürlich mal wieder richtig scheiße.
Ich will ja wieder Skyrim-Niveau. Oh, moin. Ja. Wollen wir denn mal wieder ein Miefzeptisch Omega für unsere Jungs hier? Ich weiß, das ist nicht das Omega. Leute, ich kann es selber lesen. Kann ich, habe ich mal irgendwo gelernt. Damals in der Grundschule, bei Frau Pennemann, die war cool. So, jetzt habe ich einen richtigen Lamer-Move rausgehauen. Dann immer dieses Stun, das ist ein Arsch hier. Dieser Windtritt ist ja im Prinzip ganz lustig, aber eigentlich ist er auch sehr, sehr doof. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass ich hier so ein bisschen mal zurückspringen kann. Und dann machen wir mal ihn hier. Habe ich überhaupt irgendwas getroffen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, was ich da benutze, sind gerade Wasserattacken. Deswegen ist das nicht so erfolgreich. Ja, dann muss ich ja noch nicht mal treffen, ich muss das einfach nur ausführen. Dann bin ich ja ganz gut dabei. Evan mit seinen ganzen Feuerattacken bringt hier natürlich gar nichts. Damit gewinnt er hier kein Blumentor. Moin, Maddie, spring auch noch rein. Oh Gott! Was passiert jetzt denn? Und dann machen wir es mal so rum. Er kann sich einfach so auf so ein Schwert stellen. Das macht ihm nichts. Der Mann hat's raus. Guards down. Ja, das sieht mir auch so aus. Nee, komm, hau dem Team mal ein bisschen in den Popo rein. Ding, 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 ding. Ja, wenn es nur eins ist, dann ist es natürlich nicht mehr so gut. So. So, okay. Elise, mach doch mal. Lass den Mist. So, du musst jetzt hier nicht in irgendwelchen Blödsinn reinschießen. Okay, hoffentlich passt es noch. Ja, ich glaube, es passt noch. Nein, ich wurde angegriffen zwischendurch. Elise, du kannst das... Oh, Alter, ist das doof hier. Diese super mystischen Arzt hier rauszuhauen, ist jetzt nicht so einfach, wie man sich das alles immer vorstellt. Man muss das eben auch mal gut ohne gehen. Ich wollte euch das mal zeigen, wie das mit Elise aussieht, aber nö. Ist genauso wie die Leute, die einen beim Super Smash Bros. Dann nicht die CD einsammeln lassen. Ne? Genau solche Leute seid ihr. Arschbecker seid ihr. Elise, hör auf mit deinen Schadenszaubern. Mach am besten irgendwie so eine Heilung. Sonst passiert uns das gleiche wie beim letzten Mal. Und die Combo-Attacke zu machen, während einer auf dem Boden liegt, ist jetzt übrigens nicht die allerbeste Idee auf diesem schönen Planeten. Das war schlechtes Timing. So, ja, langsam keine Magiepunkte mehr. Elise aber auch nicht. Ja, das können sie schön selber machen. Ananas. Willst Ananas machen? Ja, will ich. Mayo. Das Doofe bei Jude ist, dass ganz viele seiner Attacken nur auf dem Boden funktionieren. Zumindest viele von denen, die ich immer bei ihm benutze. So, jetzt ist aber auch bald mal zu Ende hier. Ja, bang, 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 weg mit dir, du dreckiger Schiff! Jude, dreh dich bitte um. Das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Taste drücke, dass du dich umdrehst. So, ich glaube, das war's jetzt. Wow, that was way too scary! I'm glad you're safe, Cheapo. Oh yeah, I'm glad too. Really? You tried to use him as bait. Nein, ich doch nicht. Tipo ist kein Köder. Raftzahn! Reza, Maxie, and Jude! This is no place to space out! Oh, sorry. Don't sweat it, kid. No skin off our teeth. Nix. Just thinking about Zhao. Why did he give his life to protect me? Maybe because he cared about you. I don't know. You don't think so? I think we're
You don't want to talk about it? I still need time to think about it. Okay, sorry I can't be of much help. Maybe Mila or Rowan can figure it out. I'm sorry, too. Don't worry about it. Let's keep pushing forward. Mich interessiert in diesem Spiel am meisten, was so im Hintergrund passiert. Dinge, die man jetzt nicht so wirklich gesehen hat, aber die man sich so erahnen kann. Zum Beispiel, dass Elvin Schriftverkehr erstmal mit Judes Vater und mit Ivar hatte. Dieser Penner, den ich überhaupt nicht mag. Those Aqua Dragons sure weren't shy about coming after us. They must have been half starved or something. I bet there's not much to eat in this spirit climb. It was probably my fault. I fought them before we all met. You fought the Aqua Dragons by yourself? I had to. They were trying to eat me. I was so scared. Oh, are Aqua Dragons drawn to Garrus trinkets? Tipo isn't a trinket. As you say. I suppose it does appear to be somewhat edible and looks quite tasty, in fact. Och nein, Tipo essen geht nicht. Das ist ja eine Plüschpuppe, deswegen wollen wir nicht machen. Ich hab ja gesehen, ich habe jetzt gerade mal auf Elvin umgestellt. Den benutzen wir jetzt mal so ein bisschen. Höllenröster ist zwar eine Feuerattacke, aber ich guck gerade mal, haben wir noch was Windmäßiges hier? Erdbruch, Gewitterschuss ist, glaube ich. Zweimal Kreuzspalter hier drin ist natürlich auch das Sinnvollste, was ich machen kann. Variable Abzug, das können wir so lassen. Ich habe selten mit Elvin gekämpft und ich weiß, dass man seine Attacken irgendwie aufladen muss. Also erwartet keine... Erwartet bitte keine Heldentaten von mir, wenn ich ihn spiele. Ich mache das gerade nur so ein bisschen, damit ich euch im Zweifelsfall mal seine Superattacke da zeigen kann, die wahrscheinlich gleich schon wieder fällig ist. So. So, warte mal. Nur mal zu gucken, wie das funktioniert. Also, ich mache eine Art. Und dann... lade ich mich auf. So. Das ist seine Monsterart. Die funktioniert auch ganz cool. So. Das ist auch nicht schlecht. Macht auch viel Spaß. Haben wir ja schon mal gesehen. Okay. Das Tipo Fladen. Was wird denn Fladen? Dann machen wir es mal so. Und da kommt gleich was runter. Ah, guck mal. Das ist doch schön hier. Okay. Wo war denn jetzt meine Technik, die ich mit Jude kombinieren kann? Ich glaube, warte, geht das nicht? Nee, dieser Glowshot ist für den Arsch. Den brauche ich jetzt überhaupt nicht. Okay. Da muss es doch... strafender Schuss. Wie kriegen wir das denn? Da haben wir doch ein Fäustchen-Symbol. Dann können wir dann so einen Spaß machen hier. Okay, da muss ich den aber für treffen. Okay. Richtig treffen. Und dann können wir das hier machen. Auch ganz lustig. Nur damit wir es mal gesehen haben. Oh, 3 Punkte. Das ist ja nichts. Das ist ja weniger als nichts. Das ist ja gar nichts. Das ist ja ultra nichts. Das ist ein Hauch von nichts. Nulles, was bist du denn für ein Kumpel? Siehst aus wie... ein Skelett. Aber ein ziemlich abgemagertes, wenn ich das mal so sagen darf. Skelette sind alle abgemagert, deswegen sieht man ja abgemagert aus wie ein Skelett. Und ein Skelett sieht nicht abgemagert aus wie Kate Winslet. Ja, Maddie, erzähl doch mal selber, was hier so läuft. Ja. Ach, es ist schon von den Medien relativ intelligent zu sagen, dass alle Let's Player Vollidioten sind. Vor allen Dingen ich. Kann das nicht. Wir haben es ja gesehen, wie... hier Gronkh und Sarazar bei Stefan Raab waren und die haben nur die 10 Rollen genommen, die dann so ein bisschen zeigen, dass sie keine Ausbildung haben, beziehungsweise Sarazar keine wirkliche Ausbildung hat, sondern nur Abitur gemacht hat und einmal ist doof, aber was funktioniert? Das funktioniert. Mach Heu, solange die Sonne scheint. Saul Goodman.
So ist es. Wir müssen einfach viel mehr kochen. Das ist so ein Ort, wo auch gerne mal so eine komische Kugel da versteckt sein kann. Wo ich ein neues Accessoire mir anlassen kann. Das geht mir jetzt auf den Zeiger. Da, guck mal, genau das meinte ich. 10.000 Gold, ja, siehst du mal. Haben und nicht haben. Ich wäre mal dafür, dass wir alle Leute wieder haben. Ich glaube, das wäre jetzt ganz cool. Das wäre jetzt echt voll Knorke, Alter. Dann könnte ich ja noch so ein bisschen hier rumleveln und ein bisschen Spaß haben und so weiter. It's nothing. I was just thinking about what happened. Ja, ja. Was ist denn passiert? Das sieht aus, als kommen wir raus. Wow. Es geht nach draußen. Beim nächsten Mal.